Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. So, sag doch mal was, Jasmin. Hallo. Sag doch noch mehr, Jasmin. Hallo. Sag jetzt richtig was, Jasmin. Hallo. Ja, geht doch, geht doch. So, was ich noch... Ach, du bist gerade am Feuer. Du bist immer noch am Feuer. Dann nehme ich das andere. So, was ich noch mal machen wollte... Ich wollte einmal Wasser abkochen. Und, ich lasse dir mal ein Wasser in eine Kiste. 4 nehme ich mit zum Looten. Und irgendwas, was mich lange sättigt. Aber wir müssen auch wieder jagen gehen, ne? Jagen, jagen. Wir müssen so viel machen. So, nehmen wir erstmal gekochtes Wasser. Da habe ich alle Zutaten. 13 Stück kann ich machen. Oh, ich habe jetzt auch gerade 2-mal Wasser ab. Ja, das ist gut. Ich weiß. Dann müssen wir nur noch irgendwie mal ein bisschen Fleisch finden. Mal einen Hund töten oder so, was man privat halt auch gerne macht. Ja, jetzt gegen Abend würde ich es, glaube ich, nicht so machen. Ja, ich wollte jetzt noch einmal schnell los. Ich weiß halt nicht genau, wohin. Ich gehe einfach in die Richtung. Ich wollte nur einmal fix gucken, ob ich hier nochmal schnell ein Haus erreiche, dass ich nochmal ein bisschen was mitnehme. Ich hab jetzt schon Hunger. Ey, komm, hör doch auf. Hör doch auf, ey. Hör doch auf, ey. Wir könnten Eier kochen. Babbel nicht im Sufte. Wie viele Eier haben wir in der Kiste? Bist du noch oben? Warte. Gute Idee mit dem Trinken. 14. Hm. Soll ich die verkochen? Ja, aber ich würde vielleicht nur 7 verkochen, damit wir noch Wasser haben. Okay, ich mach 8. Mein Spaß. Hauptsache was anderes, als der Alte sagt. Ja, Wasser, Wasser, der Wasser. Spacko. Haben wir nur noch ein gekochtes? Achso, ja, aber wir kochen noch gerade ab, ne? Geht das in der Dose? In der Dose können wir, glaube ich, Essen machen, aber ich weiß noch nicht genau wie. Wer kocht denn hier ab? Ich habe ja nur 2 gehabt. In dem linken Feuer mache ich gerade 13 Stück. Hey, wie geht denn das? Hast du einen Topf gefunden? Nee, Wasser kannst du immer abkochen. Im rechten, sag das doch, aber im rechten können wir nur Eier kochen, weil wir da einen Topf haben. Ich habe leider sonst noch nichts gefunden in der Art. Oh Gott, ich bin ja noch gar nicht weit gekommen. Weißt du was? Ich gehe noch mal zu diesem großen Gebäude, was ich gefunden habe. Und leg mich jetzt. Gar nicht verstanden. Ich habe dich gar nicht verstanden. Du hast mich nicht verstanden? Nee, dich abgehackt. Oh. Ich gehe noch mal zu dem großen Gebäude. Immer noch. Leck mich doch, du verarschst mich doch. Nein. Oh, ich höre ja, überhaupt du hast, nicht. Du hast auch Roboterstimme. Nee, auf jeden Fall gehe ich jetzt zum großen Gebäude, was ich ja letzte Folge gefunden habe. Und leg mich jetzt da mit dem Hund-Zombie und was da. Oh, ich hoffe, da sind keine Zombies nachgespawnt. Ich leg mich jetzt da mit allem an. Ich will nur mal ins Haus gehen. Da muss doch noch irgendwas Geiles sein. Ich würde halt auch gerne mal einen Grill oder irgendwas finden. Oh, hier ist noch Müll. So, ab jetzt muss ich erstmal gehen. Keine Ausdauer. Ich habe aber mega Hunger. Brechsand. Ich breche. Sand. So. 1200. Boah. Hier ist eine Tür, die könnte weniger haben. Vielleicht auch mal so ein Auto abbauen. Ich weiß gar nicht, was man da alles kriegt. Den Zombie-Hund verprügel ich, während der durch die Tür backt. Der hält auch ordentlich was aus. Aua. Das ist so ein bisschen wie dieses Maulwurf-Spiel. Wenn der Maulwurf so hochguckt. Oh. Da sind 2 Hunde. Ich bin vielleicht
dezent. Ich bin gar nicht am Arsch. Die habe ich weg. So, nur eine Krankenschwester und das Spiel ist gegessen. Oh. Entschuldigung, gnädigste. Ich dachte, das wär's schon. So, ich habe nur mal Leder und Gammelfleisch. Und irgendwas ist gerade noch durch die Tür gekommen. Hier? Ne, bei mir. Ich hoffe, das ist nicht noch ein Hund. Die haben ganz schön viel Leben. Nee, ah. Das ist der Koch aus dem Kaffee. Oh, warte mal, hier habe ich jetzt meinen Knüppel. Hallo, Sir. Oh, heute habe ich keinen Hunger. Doch, ich habe Hunger. Können Sie mir was zu essen kochen? Jetzt so einen Lappen rauflegen und Wasser rüberkippen. Ha. Sadist. Verschlossene Tür. Ein Reinigungswagen mit Gammelfleisch. Oh Gott. Ey, ist das ätzend. Ich höre dich erst. Oh ja. Und dann kommt's hier. Alles gut. Ich habe mich nur dezent erschrocken. Hier kam einer aus dem Schrank. Ja, habe ich gehört. Doppelt. Ja. Ich habe hier einen richtig fetten Polizisten. Herr Officer? Ich hab... Er sah eben so komisch aus. Der spuckt... Der kotzt. Ja, der infiziert dich gleich. Warte ab. Aua! Der Dicke hat aber viel Leben. Oh, er hat einen Lootbag fallen gelassen. Und er ist vor mir auf die Knie gegangen. Patronen und eine Stufe 2 Eisenvorschlaghammer. Ja, das tauschen wir doch gleich aus. Was ist das hier nochmal? Dose Lachs. Oh. Der hatte eine Dose Lachs in der Tasche. Müll. Was ist das? So. Jetzt koche ich mal 6-mal Wasser ab. Okay, das zieht mir Wasser, vermeidet Schaden. Hm. Ich kann die reparieren. Oder es auch lassen. Ah, da. Ich wollte gerade sagen, wo sind die hin? Ich habe jetzt richtig schicke Drähte. Und 2 Flaschen Wasser. Ja, ist das so. Mhm. Sehr cool. Oh, der wird bestimmt tot sein. Ich gehe nicht davon aus, dass der aufsteht. So. Und jetzt soll ich Eier kochen, sagt er. Das verwundert mich. Was ist das, eine Kiste? Ah, ne, eine Palette. Cool. Hast du dich erschrocken? Nö. Ich schon. Ich hab dich nur nachgemacht. Ach so. Du machst dich also über mich lustig, während ich hier um mein Leben kämpfe. Mhm. Na sicher. Wo ist der andere? Über mir? Au! Boah, habe ich ihn verbannt? Nö, noch nicht gefunden. Oh, ich hab Durst. Mal wieder. Mal wieder. So, 6-mal Eier sind gekocht. So. Und 6-mal Wasser ist jetzt weg. Ich hab auch Hunger, aber ich habe nichts zu... Doch, ich hab den Lachs. Ich glaube, die nächste Action kommt über mir. Hier ist noch ein Safe, aber ich habe keine Dietriche.
Jetzt haben wir keine leeren Gläser mehr. Ja gut, aber die sind ja jetzt alle voll mit Wasser, ne? Die gerade verkocht. Sollte dir doch eben... Ja genau, dann haben wir doch... Ach, du hast alles zu Eier gemacht? Hey, du hast doch gerade gesagt, 7 Stück. Wie viel Wasser braucht man denn für einmal Eier? 7 Eier, 7 Wasser. Ich habe doch 13 Wasser gemacht. Aua, ich krieg hier nur noch auf dem Semmel, du. Ja, meine Axt ist mir tatsächlich ein bisschen zu schade. In dem ersten, ja, musst du ja sagen, wo das andere ist. Oh, so, ich war jetzt... Ich hab jetzt am zweiten gekocht, weil ich ja da anders keine Eier kochen kann. Ah, nee, ich hab mich nur gerade gewundert. Ich so, hey, ich hab doch 13 Eier, Dings, Wasser gemacht. Kann ich das hier direkt verwenden? Ja. Es gibt mir 5 Leben, wow. Ich habe wieder Essen gefunden und müsste es rein theoretisch direkt essen. Das ist ein verfressener Typ hier. Ich habe einen Fackel. Soll das Wasser jetzt hier bleiben oder soll ich das in den Speicher machen? Ja, den Rest wollte ich in eine Kiste packen. Außer wenn, also das, was du jetzt trinken willst, kannst du trinken. Und den Rest dachte ich in eine Kiste denn. Hm. Hui. Ist aber nicht so groß hier. Das ist die Tür nach draußen. Aha. Ja, im Klo war wieder nur Papier. Weit lasse ich für mich so. Und das war sogar schon benutzt. Habe ich hier nochmal Medizin. Oh, einen guten Verbandskasten. Also Verband. Holz. Da muss ich auch mehr drauf achten. Ich höre Zombies. Gammelfleisch. Ja, ich habe einen Grillrost Grillrost. Weißt, was ich meine? Ich habe was gefunden. Zweimal können wir auf beide Lagerfeuer machen. Dann können wir auf beiden Fleisch braten. Aua, wenn ich lebend ankomme. Sieht gut aus, Bruder. Stabil. Gliedmaßen ab. Ein Gegenstand muss repariert werden. So. Ne, das geht nicht. Warum bin ich denn verwundert? Was habe ich denn? Oh, das geht ja super. Hab nix. Da mache ich aber wesentlich mehr Damage als mit der Axt. Damage. Schaden. Warte, das ist Holz. Warte, das ist Holz. Warte, das ist Metall. Warte, das ist Stein. Gib mir einen Moment. Nee, das ist Metall. Das ist ein Stein. Warte mal, Stein? Ich brauche nur kurz Ausdauer. Gib mir mal einen Moment. Boah, ich mach fast 100 Schaden mit dem Hammer. Du hast einen Schaden, ja. Ich erschreck mich hier bei jedem zweiten Zombie. Oh, zwei wunderschöne Frauen. Mit einem Mann allein in einem Raum. Und die Tür war verschlossen. Der Glückliche. Die haben den ganz schön vernascht, so wie der aussieht. Zum Anbeißen. Ja, Typ ist zum Anbeißen. Ich habe ja auch noch einen Kochtopf gefunden. Ja, bleib locker, Alter. Alter, ich raste aus. Ich raste aus. Ja, du bist voll dabei, Junge. Jasmin, ich raste aus. Du bist richtig im Spiel, ey. Ey, aber sowas von. Jetzt haben wir können beide Lagerfeuer. Haben wir denn einen Kochtopf? Können ja, kochen hast und du braten. Vorhin schon gesagt. Aber beide können wir auch kochen. Jasmin, davor ging es nur ums Grillen. Hä, nein, da und ist auch zirpen. Gekocht. Nee, anders kochen, meine ich. Eier kochen, ja. Weißt du? Davor konnten wir ja nur Wasser abkochen. Ja, ist doch gut jetzt. Oh, hier ist so eine verschlossene Truhe und ich...
Da brauche ich Dietriche. Boah, ich habe hier auch richtig... Ich habe hier auch richtig, Dingens. Mhm. Oh, durchsuche Haufen Munition, groß, unberührt. Kannst du überhaupt schlafen heute? Oh. Ach, so ein aufregender Tag? Nee. Das ist ja der Wahnsinn. Was ist hier drin? Poppenpilz. Ich habe Öl, ein Rad und ein Hammer. Das ist ja Hammer. Ey, das ist doch geil. Ich habe hier nur geilen Scheiß gefunden. Das hat sich so gelohnt, hierher zu kommen. Arbeiterkiste. Was hast du für mich? Elektrozeitschalter-Relais, Motorwerkzeugteile und Zement. Ich bin maximal überladen übrigens. Wie immer. Ja. Aber hier ist noch eine Kiste mit Shumway Foods. Oh, da ist ein Kürbis drin. Trübes Wasser einmal und eine Dose Erbsen. Ich kann den Kürbis nicht mitnehmen. Ich schmeiß dafür den Kochtopf weg. Nein. Stofffetzen vielleicht? Die Fackel? Altes Geld? Oh, hier ist noch eine Tasche. Eine Waffentasche. Und hier sind Handfeuerwaffenteile. Dann können wir eine Knarre bauen, wenn wir es drauf haben. Wenn? Wenn. aber was entferne ich dafür? Die Federn. So. Ey, das hat sich ja so gelohnt. Ich bin so langsam. Ja. Ja. Hier ist noch eine verschlossene Tür. Was da wohl hinter sein mag? Das ist dein Spiel, ne? Oh, aber volles mit. Ein leeres Waschbecken. Verdammt, ist das derselbe Raum? Nee. Hm. Nach meinem großen Fund ist das hier enttäuschend. Auch leer. Hier ist alles leer, Jasmin. Hier gibt es nichts. Leerer Getränkespender. Ja, ich würde sagen, ich komme zurück, weil ich kann eh nichts mehr schleppen. Mhm. Ich könnte unterwegs noch ein bisschen Holz hacken. Ich bin so überladen. Oh nein, es ist 20 Uhr. Ich hoffe, ich komme pünktlich. Heißt? Ich muss mich beeilen. In 2 Stunden ist dunkel. Und ich hoffe, ich komme pünktlich an. Ich eile schon. Mhm. Also würde ich noch schneller gehen, würde man das Sport nennen. Ja. Na denn? Habe ich vom ganzen Holzhacken und so mehr Ausdauer gekriegt? Ich habe jetzt 128 Ausdauer. Wie viel hast du? 116. Oder liegt das am Level? Am Leveln. Ja, ne? Wahrscheinlich. Weil Punkte habe ich noch gar nicht investiert. Fällt mir gerade ein. Kiefernsamen. Warte mal. So. Ich lass mich von nix aufhalten, zu dir zu kommen. Ja? Ja. Ich bin in Windeseile unterwegs. Ich habe nur noch 1 Stunde, ich sollte mich langsam wirklich beeilen. Ja. Die Listen gibt es mehr. Riechensamen. Ich sehe jetzt hier auch keinen Zombie. Ja, die sammeln sich. Die machen mir das
Ja. Ja, um dich gleich einzuholen. Ja, die machen mir gleich das Leben schwer. Ja, ja. Ja. Hier ist ein Huhn. Und ich hab nichts zum Schießen. Kannst du auch mit der Axt. Ich komme ja nicht hinterher. Weißt du, wie überladen ich bin? Ja, ich kann ich kann keine Feder mitnehmen, Jasmin. Das Nest bleibt unberührt. Ja, Patrick, Patrick. Hä? Jetzt habe ich nur noch 108 Ausdauer. Ach. Lag das am Essen? Habe ich irgendwas gegessen? Ich habe Hunger. Ich habe meine auch schon wieder hier. Ich esse mal Mais. Das ist irgendwie blöd so. Ja gut, ist aber realistisch, ne? Ne, ups. Du beredest wie Markus, ne? Ne. Hm. Ehrlich? Dann lass ich das jetzt. Dann rede ich jetzt wieder so, wie ich immer rede. Ey, yo, Bruder, ich bin schon auf dem Weg nach Hause. Wieder Federn in dem verkackten Vogelnest. Ey, ich schwöre, Junge. Was habe ich? Ist doch zum Kurznamen, Nakui. Na, also. Was, so talk ich doch ever. Oh, es ist 9:45 und ich muss noch 500 Meter gehen. Das ist der letzte Baum, den ich mitnehme. Denn ist Exitus. Ich habe keine Ausdauer. Dauert ein bisschen. Kleinen Moment. Baum fällt! So. Bin auf dem Weg nach Hause. Kannst du mich schon sehen? Nö, ich bin ja drin, ich esse gerade. Isst du ohne mich Armbrot? Ja, du dauerst mir zu lang. Das dauert mir zu lang. Deine Entwicklung ist schleppend. Ey, in jedem Vogelnest nur Federn und das, wo ich Eier brauche. Die brauchst du wirklich manchmal. Ja, ich brauche Eier. Ich habe keine Eier. Bleibst du denn? Den Fall sehe ich schon, aber dich sehe ich noch nicht. Ja, ja, ich muss hier erstmal den Hügel runter. Ich hoffe, ich verknack's mir jetzt nicht noch irgendwas. Oh, ich bin schon gleich auf dem Weg. Das kann sich nur noch um Stunden an. Ich jogge mal ein bisschen. Ist eher Nordic Walking, aber. Okay, ich habe keine Ausdauer mehr. Was ist das hier überhaupt? Kann ich jetzt nicht probieren. 9:30, Jasmin. Ja. Geht's Ihnen gut, Sir? Sind Sie gestolpert, Sir? Ist bei Ihnen im Kopf alles in Ordnung, Sir? Ich sollte nicht so viel rumtrödeln. Ich spiele schon wieder mit den Zombies. Ach, das ist ja... Oh Gott, das ist ja der Schrottplatz hier. Ich dachte, ich bin schon da. Scheiße, da habe ich aber noch Strecke vor mir. Oh, ich habe nur noch 20 Minuten. Oh, oh. Ich bin am Arsch, Bruder. Das war's mit den legendären Zeiten von Pavel. Warum lachst du? Ach, nur so. War ich in dem Haus eigentlich schon mal ganz oben? Also ganz, ganz oben? Da so? Ja, sonst nichts zu lachen hier. Wieso? Also? Hast du keinen Spaß, Jasmin? Du kommst schon langsam. Du kommst immer näher. Ich sehe das auf der Karte. Wenn du durch den Ausguck guckst und Richtung Ich sehe die Karte. Dann kannst du mich sehen. Schon. Ja, ich gucke jetzt aber auf die Karte, das ist ja lustig. Gott, du und die Karte, das ist ja schlimmer als du und dein Handy. Hä? Wieso kann ich mal gucken, wie hier die Wege laufen?
Ach, du, ja, meine Karte. Deine Karte ist ja gar nicht so aufgedeckt wie meine, ne? Ahnung. Weil du noch gar nicht so weit weg warst, glaube ich. Weiß ich gar nicht. Warst du schon mal weiter weg? Nee, ne? Hä? Was willst du denn jetzt von mir? Die Karte hat doch. Die ist so grau, oder? Ist ja nicht alles sichtbar. Nein, das ist grün und so. Ja, wo ich jetzt bin, ja. Hier warst du ja auch schon. Hä? Wenn du mit dem Mausrad rauszoomst in der Karte. Ja. Dann hast du höchstwahrscheinlich weniger grün als ich. Das meine ich. Keine Ahnung. Das sieht aus wie so ein Hund oder so. Die Form. So eine Ecke. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Gebäude, 10. Dann siehst ungefähr. Du, glaube ich, dann kannst du das Gleiche sehen. Also dann siehst du alles, was ich vorher abgesteckt habe. Hallo, Inge! Wieso, ich war doch auch schon hier hinten. Achso, wusste ich nicht. Auch beim Autokino? Ganz am Anfang. Nein, da meine ich doch gar nicht. Beim Autokino meine ich. Inge, hallo! Inge! Ja. Ja, ich habe dich schon gesehen. Ich laufe jetzt mal weg. Jetzt wäre ich fast in mein Stacheldraht gelaufen. Mal wieder. Weil ich nur Augen für dich hatte. Dich lauf weg. Komm her, du. Papa hat was vor. So. Habe ich dir auch was mitgebracht? Oh, ich hätte noch 4 Kiefern pflanzen können. Ich habe es nicht gesehen. Ich bin dezent fett. Jo. So, ich kann hier machen trübes wieder Wasser Durst. Ein. So. Dann kommt... Ah, ja gut, das geht jetzt nicht, weil ich gerade was abkoche, aber... Ich wollte doch auch... Habe ich schon abgekocht? Ich kann... Das ja, da reinpacken. Nee. Den da. Was wir halt nicht haben, ist dieser Messbecher, aber ich weiß auch nicht, wofür der gut ist. Bin ich kurz verwirrt. So, jetzt haben wir da auch einen Grill drin. Achso, du bist in der Futterkiste. Hat er doch gekochtes Wasser gemacht. Achso, vorhin, ja. Waffenteile. Es ist dunkel. Und ich fühle mich total unwohl, wenn hier die Tür auf ist, ey. Handfeuerwaffenteile. Schatz. Ich finde das auch nicht schön, wenn das hier auf ist. Warum? Also ich fühle mich so beobachtet. So, jetzt haben wir hier nochmal ein paar Pillen. Mega Crush, was ist denn das? Zum Süppeln. Ich nehme mal das Leder hier raus. Kommt hier nochmal ein Kürbis hin. Gott, dieses. Wie so eine Sekte, ey. Die lasse ich mal im Inventar, dann vergesse ich hoffentlich nicht, die nochmal aufzufüllen. Jetzt noch den Hammer, die Munition, Geschossspitzen. Den Hammer. Ich weiß halt nicht, wofür der gut ist, ne? Hammer, ja. Hammer. Nägel. Nee, ich meine, nee. Weißt du, was ich meine? Nee. Ich meine, nee. Das meine ich nämlich auch. Warte, erstmal. Junge, Junge, Junge. Jetzt können wir eigentlich gleich einschmelzen. Geschossspitzen. Mein Hintern fängt schon wieder an weh zu tun.
Öl? Ne, warte mal, was ist das hier? Achso, Motorwerkzeugteile. Ja. Du könntest mir doch rein theoretisch Patronen machen, oder? Das ist das. Die ganze Kohle ist verbraucht. Kommt dann wie keiner hier. Gucken, ob das reicht. Keiner. So, das behalten wir im Inventar. Was können wir denn jetzt? Kann ich eine Handfeuerwaffe herstellen? Selbstgebaute Pistole. Nagelpistole. Achso, ist noch nicht. Ist noch gesperrt. Kann ich herstellen? Ich brauche 2 Kleber, 6 Holz und 4 Eisenrohre. Da bin ich Jack oder was? Und was brauche ich noch? Holz. 9. So, dann könnte ich jetzt... Ich stelle mal für uns beiden jeweils eine Pistole her, ne? Mhm. Für den Blutmond denn? So. Holen. Wo bist du denn? Oh. Soll ich die erstmal in eine Kiste packen, oben bei den Waffen? Ach doch. Drück ich die da erstmal rüber. Nicht los hier heute, nicht los hier seid euch. Nicht los. Die Ruhe vor dem Sturm. So, das haben wir, das haben wir und das haben wir. Und das können wir mal aufteilen. Aufteilen. So vielleicht. Achso, nee, warte mal. Euch auch. Oh. Muss mich hier noch ein bisschen reinfuchsen, da. Repariert. Was denn? Das Lagerfeuer, was du kaputt gehauen hast. Mit Absicht. Nee. Warum? Doch, habe ich repariert. Ich meine, warum sollte ich das mit Absicht kaputt machen? Das habe ich nur so gesagt. Du hast da mega viel Holz gesammelt, ne? Ja. Alter, du warst richtig fleißig unterwegs. Ja, immer. Über 3000 Holz. Ja, immer. Schon geil. Weiß, danke. Muss ich hier vorne eigentlich auch noch... Nee, hier habe ich ja schon fertig. Oh, ist nur noch die Ecke hier. Geil, oh. Was? Wo ich das Geländer abreißen muss. So. Dann kann ich hier überall die diese komischen Gitter hinmachen. Dann können wir rundrum nach unten schießen.
Müssen wir nur noch. Ich denke, das Holz geht kaputt. Ah, denken, schmenken, sag ich immer, ne? Naja, du denkst auch viel. Kommt nichts daraus. Ich denke, dass ich denke. Ja. Dabei ist das kein Denken. Das ist Wunschvorstellung. Bohlen. Und ah, das kloppen wir noch schnell weg hier. Und vielleicht noch mal die ein oder andere Stange kurz anbauen. Vor allen Dingen du mal mit deinem Kurz, ey. Bin doch schon wieder 30 Minuten. 32 Minuten. 36. Oh, fast richtig. Geraten. Ja, ich will ja nur einmal kurz gucken hier. Du kannst mir ja helfen beim Abbauen, ja genau. So. Das haben wir gleich. Du bist mit deinem kleinen Hammer ja fast so schnell wie ich mit der großen Axt. Die sind auch besser als der große. Ehrlich? Ja, ich finde schon. Aber auch beim Baumfällen finde ich die kleinen besser. Ein, zwei Mal am Anfang nehme ich den großen und dann nehme ich den kleinen. Es dauert fast genauso lange, aber du hast halt, du sparst Ausdauer, ne, mit dem kleinen. Ja, ich finde den kleinen besser hier. Und einen haben wir hier. Ich da voll drei Stück. Hä? Ich sehe hier gar nichts. Na, hier unten ist noch so eine Leiste dran. Ne? So. Die mache ich noch schnell weg. Oh oh. Hoffentlich habe ich mich jetzt nicht verletzt. Und? Hast du dich verletzt? Nee, sieht nicht so aus. So. Oh! Kartoffelpflanze! 4 Kartoffeln haben wir gekriegt. Aus der einen Pflanze. Wahnsinn, Patrick. Wahnsinn. Geil, oder? Ich habe direkt wieder eine gepflanzt. Der Burner. Der absolute der Burner. Aber sowas von. Ups. 17, 70, 7. Ein zu viel. So. Denn 17. Oh. Perfekt. Denn 70. Und da habe ich genug. Und mal die 4 Kartoffeln hier rüberpacken. Jetzt haben wir 6 Kartoffeln. Ist doch geil, ey. Können wir auch Kartoffeln demnächst braten? Ja. 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 Das ist nice. Nice. Was ist hier drin? Geht was ab hier draußen, ne, wa? Nö, aktuell nicht so. Bis auf, dass wir jetzt stolze Besitzer von... Ja, Moment. 2 Kartoffelsetzlinge sind. Ist das nicht geil? Brauchen wir das Ding hier drinnen eigentlich? Dieses Metallteil? Ja. Nö. Das steht nur im Weg. Das wollte ich nur abbauen, aber ich habe noch nicht das Werkzeug, dass ich sage, ja, das tue ich mir an. Warte mal, ich kann doch... Mag ich denn da? Ah. Jetzt hast du Licht. Ja, sehe ich. Geil, oder? Hast du Fackel angemacht? Ja.
Lockt man so die nicht an? Keine Ahnung. Ich habe eine schwebende... Entschuldigung, die Lache war echt... doof. Aber ich habe eine schwebende Fackel gebaut. Ich hab die gerade gesucht und nicht gefunden. Die schwebende Fackel? Copy Shape. In drei Dimensionen drehen. So, wie habe ich das drüben gemacht? Bin hier durchgehend. Musik wird irgendwie anders. Achso, warte, warte, warte. So anders als sonst. Entspannt, ne? Nee. So habe ich das gemacht. Da fährt man hoch. So. Achso, ich hab keinen mehr. Oh, nix, nix. Hab mir nur was geliehen. Mhm. Vielleicht erstmal. Oh, jetzt muss ich das wieder copy shapen. Und jetzt muss ich das wieder in drei Dimensionen drehen. Ich hoffe, die kommen nicht auf den Schuppen und vom Schuppen darauf, aber ich glaube nicht. Wunderbärchen. Oh, das nimmt ja alles Form an hier. Also zumindest den ersten Blutmond sollten wir doch eigentlich bis auf unsere Noobigkeit schaffen. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Was denn? Ich bin auch mega skeptisch. Die rennen hier durch und das war's. Ja, ich verstecke mich oben auf meinem Bunker, oben auf meinen Aussichtsturm und schlag einfach drauf los. Genau. Das ist die richtige Einstellung. Ja, mehr kann ich ja eh nicht machen. Auch. Nein. Ja, ja, so. Jetzt müssen wir gleich mal Feierabend machen hier. Ja, ich will nur noch kurz die Stangen bauen. Dein Kurz kenne ich. Ich hab die gleich fertig. Ich bin gleich rum. Ja. Ich sehe halt gerade nicht viel. So. Oh. Oh. Aber ich kann ja hier rüber. Cool.
Ups. Geilo. So, die nehmen wir erstmal wieder mit rein. So ist das. Ich glaube, dein eines Geschenk kommt nicht an. Hm. Bezahle ich dann aber auch nicht. So. Ich habe geschafft, was ich schaffen wollte heute. Siehste. Ja. Nach endlosen Stunden des Lootens und des Bauens. Jetzt müssen wir das halt nur noch einmal in Holz umwandeln, ne? Können wir ja nochmal schnell machen. Ich hab die 3 hier falsch gebaut. Egal. Fällt doch nicht auf. Das kommt später sowieso wieder weg. Okay. Ich hör auf. Ah ja, du brauchst wieder so, ewig, ja. Da bin ich doch schon. So, Jasmin. Wie hat es dir gefallen heute? Ja, Patrick, ganz gut, ne? Finde ich super. Guck mal, ich habe übrigens einen neuen Hammer gefunden. Ja, geil. Schön. Geil. Hast du gesehen? Ja, hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Hm. Und ich habe, hier, guck mal, habe ich auch. Ja, super, Patrick. Du kannst an die Wand schmeißen. Hm. Ganz viel. Ja. Jetzt ist das hell hier drin, ne? Hm. Guck mal. Kannst du das auch sehen? Nee, sag mal Bolzen. Bolzen. Hör auf. Hör auf, mich auszulachen. So. Ich habe gerade meine Spucke verschluckt. Auf zu husten. Oh, Level Up. Geil. Ich habe jetzt 3 Fertigkeitspunkte. Wollen wir die noch schnell? Na, die machen wir nächstes Mal. Was ist das? So. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Schaltet wieder ein. Es wird spannend. Wir kommen dem Blutmond näher. Noch ein Tag, Jasmin. Und dann, ja, dann werden wir zeigen können, was wir drauf haben, Jasmin. Inge, meine ich. Burch. Inge Burch. Da können wir zeigen, was wir drauf haben. Mm. Geilo. Ja. Oh. So, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Dranbleiben wird spannend. Bis dahin, mach's gut. Ciao. Tschüss. Inge. Ruhig.